Also, schön, dass ihr da seid, Leute. Es geht wieder weiter bei Zelda. Wir waren das letzte Mal ja in der Wüste und dann habe ich den Tempel freigeschaltet, aber den konnten wir noch nicht erkunden. Ja, und das machen wir einfach jetzt. Und danach, wenn wir das geschafft haben, tja, dann beginnt das große Erkunden, weil im Endeffekt steht uns dann die ganze Welt offen und wir müssen halt einfach uns vorbereiten für den letzten Fight. Und ja, dann will ich da noch einiges machen. Aber legen wir erstmal hier los und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Habe ich hier diese Wurzel geholt und diese und dann hat sich das hier geöffnet und jetzt sehen wir, was unter Schloss Hyrule ist. Da unten ist ein ganzer Tempel, das ist wahrscheinlich der letzte Tempel. Den sehen wir noch nicht gescheit. Den sieht man wahrscheinlich erst, wenn wir da irgendwo noch weit heruntergehen. Aber ich will den kompletten Abgrund erkunden. Das sehe ich gar nicht ein. Außerdem, es gibt ja so viele coole Rüstungssets, die man sich holen kann. Ich will sie einfach alle holen. Das ist so mein Plan. Und wir haben ja hier auch schon wieder ein weiteres Kreuz für eine weitere. Außerdem schaut mal, was ich noch nicht habe. Das ist schon noch riesig. Obwohl ich so viel Zeit damit verbracht habe. Ist schon echt verrückt. Weiß ich nicht. Schauen wir doch mal, was passiert. Machen wir jetzt erstmal den Tempel. Ja, here we go. Hier kommen wir rein. Schauen wir es mal um. Ich habe einen kurzen Blick reingeworfen, aber nichts gesehen. Huh? Hier ist ja schon eine Truhe. Oh, ein Wedel. Aha, den brauchen wir garantiert, um den Sand wegzumachen. Gott, das ist eine trübe Sicht, oder? Bisschen komisch, oder? Hm, brauchen wir den? Schaut euch mal die Waffe hier zum Beispiel an, wie viel Schaden die macht. Ist das nicht krass? Aber das steht deswegen kurz vor Zerbrechen. Deswegen, die sollte man jetzt nur noch nehmen. Also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn ihr zum Beispiel auf den Rücken von einer Leune seid, dann nehmen die Waffen keinen Haltungsschaden. Also die können da nicht zerbrechen. Deswegen, die nehme ich immer nur, wenn ich auf dem Rücken von der Leune bin, habe ich mir gedacht. Und das Ding verdoppelt sich die Stärke, wenn es regnet. Das Ding ist voll hart. Tja, wir kommen rein und kommen schon nicht mehr weiter. Moment, hier ist ein Schalter, oder? Ah, den haben wir auch weggeweht. Ich sehe es gar nicht richtig. Ich finde, der Kontrast ist gar nicht gut. Wie sieht es denn eigentlich so bei euch aus? Puh, ich hoffe, die Sicht wird besser. Das ist so trüb, die Sicht. Das ist richtig schlecht, finde ich. Okay, ist wie eine Pyramide, oder? Wir gehen runter in die Kammer. Na gut. Mhm. Hier ist irgendeine Falle. Kommen wir hier durch? Moment, können wir da die Ultrahand benutzen? Ja, können wir. Wir können hier durch. Oh, Gipto. Hallo, Gipto. Tschüss, Gipto. Wartet mal, wir nehmen eine andere Waffe, damit wir von der nicht so viel... Weil wenn die weißen, können wir sie auch so platt machen. Gipto's, Laura Gipto's hier, echt. Ich glaube, die Fackel brauchen wir nicht. Die schmeiße ich weg, nehme das Schwert mit. Oder ein Topas haben wir hier. Ah ja, okay, das ist auch nicht schlecht, weil wir damit auch eigentlich Blitz machen können. Aber pst, machen wir jetzt nicht. Hier burns. Wow, da war eine Falle. Ey. Gut, dass ich das hier reingeworfen habe. Das war ja echt Zufall, ne? Ich wollte ja eigentlich nur den Weg erleuchten. Da ist ein Gegner auf jeden Fall. Aber wir haben ja Waffen. Sollte vielleicht mehr Ryu nutzen, oder? Tue ich bis jetzt nicht so sehr. Okay, jetzt können wir eigentlich im Endeffekt das nächste Mal einfach einen Pfeil schießen. Ryu hat ihre Fläche ausgeweitet. Hier geht's durch. Ah, die Fallen werden abgestellt. Und das Tor geht auf. Gut. Oh, hast du das Feuer gelöscht? Jetzt kann ich weiter. Ach so, sie wollte nicht weitergehen. Ich habe es nicht mal mitbekommen. Ups. Wir machen Zeit. Dann komme ich erstmal nicht weiter. Du kommst weiter, weil ich helfe dir. Wir machen Zeitumkehr. So, dann können wir schon mal durch. Oh. Wo können wir das abstellen? Der hat mich erwischt. Da kamen zwei schnell hintereinander. So, jetzt müsste es aufhören, oder? Genau, die werden gestoppt. Herrlich. Die Kugeln werden aufgehalten. Gut. Gibt es hier vielleicht? Aha, hier haben wir so ein Gipto. Mhm. Mhm. Eine Gipto-Brutstätte ist hier. Aber sie ist nicht offen. Also die Sicht in diesem Tempel ist ganz schlecht. Ich mache hier mal ein bisschen leuchtsam. Vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Das ist so undurchdringlich teilweise. Wie ein Nebel. Ugh.
Es ändert fast nichts an der schlechten Sicht. Ja, okay, der ist fast kaputt. Tun wir den weg. Nehmen wir den Gerudebogen mit. Die sind zwar nicht super, super stark. Aha, öffnet sich's. Es öffnet sich. Ja, da hinten ist sie. Dich wollte ich eigentlich bitten. Ja, endlich. Können wir das jetzt zerstören? Sieht noch nicht so aus. Jetzt sieht's aber so aus. Oder? Ja, hat funktioniert. Jetzt nur noch den Kollegen hier. Immer Waffe wechseln, sonst nimmt es zu viel Schaden einfach. So. Das ist auf jeden Fall ein nettes Abenteuer hier. Oh, und jetzt geht's noch ein bisschen höher. Oh, schaut mal, was hier ist. Wir müssen hier den Spiegel nehmen. Mehr Spiegel. Hier könnte auch mehr unter dem Sand sein. Man sollte mal gucken. Machen wir auch gleich. Aber wir machen erstmal den Weg frei hier. So, die Tür öffnet sich. Da ist da irgendwas drin. Das ist ein blödes Konstrukt. Greif mal an hier. Wow. Ganz toll bist du, ne? Alter, nervt er. Okay, ich zerstöre dein blödes Ding. Was für ein Nerv. Boah, was war das für ein heller Blitz? Wir haben genau den Moment erwischt. Also, das Schild war sehr unangenehm, ne? Wie weit ist das noch? Ich meine, im Endeffekt, wir sind fast im nächsten Obergeschoss. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Ich denke, es wird nicht mehr ganz so weitläufig sein. Genau, jetzt sind wir endlich im Erdgeschoss. Aha, jetzt können wir endlich den Tempel aktivieren. Das hat ganz schön gedauert, was? Raum des Aufstiegs. Ha. Raum des Aufstiegs. Ha, witzig. Ah. Link, ich bin mir sicher, dass uns das Wandbild in der Stadt zu diesem Tempel führen wollte. Und wenn das so ist, finden wir bald heraus, zu wem die Stimme gehört. Na gut, aktivieren wir mal. Ach so. Okay. Alles klar, oder? Was war das? Diese Plattform. Sie hat sich erst bewegt und ist dann wieder zurückgekehrt. Tja, sie funktioniert nicht ganz. Oh, meine kleine Nachfahrin. Dieser Mechanismus ist mit der Spitze des Scheins verbunden. Verwende deine Blitzkraft, um die 4 Energiespeicher aufzuladen. Dann erwacht die Maschinerie zum Leben. Da oben ist das Viech und wenn wir alles freigeschaltet haben, kommen wir da hoch und dann können wir es besiegen. Klaro, klaro, klaro. Okay, kann losgehen. Hey, Moment. Aha. Kann man diesen Stein bewegen? Ja, kann man. Hä? Was war denn das für ein Geheimnis? Ach, der bringt uns jetzt einfach wesentlich... Seh dich hier gut um, Link. Wesentlich höher. Hä? Oh, da ist Konstrukt. Ja, ich mache ihn mal platt, wenn wir schon mal da sind. Olli. Wenn wir schon mal da sind, ne? Oh, oh, Gegner. Und zwar ein ganz starker da hinten und hier ein dummer Gegner. Der aber nervt. Deswegen, warte mal ganz, ganz kurz. So, seht ihr mal diese Waffe? Die habe ich bekommen, weil ich im Abgrund diesen Boldo Goma nochmal besiegt habe. Ich habe ihn getroffen tatsächlich. Deswegen habe ich diese Waffe. Shit, die Klinge zerbricht gleich und die mag ich total. Fuck! Moment mal, geht's von oben runter? Könnte sein, weil da oben ist irgendwas, weil hier kommen wir gar nicht rein. Ich glaube, hier kommt man eher raus. Das heißt, wir müssen von oben hier rein. Und in... Ja, hoffe ich. Ich weiß nicht, weil ich finde jetzt keinen Zugang hier. Aha, hier sind Spiegel. Irgendwo hier muss das Licht herkommen. Oder hier wird es auf jeden Fall gesteuert, weil wir können diese Dinger bewegen, dachte ich mir schon. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Hier scheint es einen Weg zu geben. Ah, Moment. Da kommt das Licht her. Ah, gefunden endlich. Meine Güte. Gut.
Was ist hier noch? Ja, sehr gut. Spiegel. Zack, zack. So dürfte es gehen, oder? Jetzt scheint es schon mal raus, oder? Wenn ich mir das so anschaue, gucken wir mal kurz. Es sieht gut aus. Ja, dann können wir das Ding nämlich ein bisschen rüber. Genau. Schon wird der Lichtstrahl hier weiter reflektiert. Ach, und schon haben wir was geschafft. Geil. Das war da unten, im ersten Obergeschoss. Da gehen wir gleich runter. Diese Art Mechanismus haben wir schon gesehen, ne? Hä, hier ist ja... Okay, kein Plan. Wo sind wir denn hier gelandet? Konstrukte? Oh nein, hier können auch Gyptos kommen. Sehe ich gerade. Vielleicht kommen die auch. Ja, jetzt kommen die Spiegel. Und hier gibst du erstmal ein paar Schüsse, Alter. Oh, shit. Jetzt wird's hier hektisch, Leute. Okay, ich habe ein Flammenschwert. Also können wir jetzt mal wieder einpacken, die kleinen Gibis. Gibi! Oh, was machst du? Meinst du, ich habe mich freiwillig treffen lassen? Was machst du? Was soll das, Link? Wieso tust du das? Ah, bis der anfängt, ne? Das ist so krass für dich. Jetzt haben wir aber. Das war's mit diesem Delta-Typi. Tschüss, Delta-Typi. Oh, da ist noch einer. Der ist aber auch tot. Wie ihr seht, habe ich gar nicht so viel Begleiter dabei. Ich weiß ja nicht, ob man das sollte. Ich finde aber, die stören mich halt hauptsächlich. Ich verliere komplett die Übersicht. Manchmal will ich einen Gegenstand einsammeln. Und kann es gar nicht. Weil ich dann irgendeine Fähigkeit von irgendeinem Begleiter auslöse, beispielsweise. Es hat nicht geklappt. Oh nein, es war nicht gerade verletzlich. Ah, sie braucht noch ein bisschen. Machen wir doch die auf einen Schlag, würde ich sagen. So ist es besser. So. Shit. Gyptos. So. Wo ist sie denn schon wieder? Da. Okay, ist es jetzt bereit? Ich denke schon. So, ich glaube, jetzt können wir es hin. Ja, wir können. Perfekt. Endlich! Da sind leider noch welche rausgekommen. Naja, was jetzt machen? Oh nein. Ich hab doch mein Schild. Ach komm. Endlich. Das Ding zerbricht uns. Man. Oh, unsere guten Waffen gehen alle kaputt. Ach, wie gemein, oder? So, ich glaube, jetzt haben wir es endlich geschafft. Nein, da oben ist man, ne? Zwei sogar. Boom, Alter. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Okay, Licht. Wozu? Da oben. Moment. Können wir nicht mit Deckensprung mal hier hoch? Doch, können wir. Schauen wir mal, was da ist. Aha, hier muss es aktiviert werden. Wir brauchen eigentlich nur einen Spiegel hier hinstellen. So. Jetzt haben wir es aktiviert. Passt. Geht das jetzt auf? Haben wir den ersten jetzt geholt? Sieht so aus. Ja, ja, das ist der erste. Cool. So, jetzt geben wir noch einen schönen Schuss auf dieses Ding ab und dann hätten wir den ersten. Ja. Sehr gut. Number one. Endlich. Dies ist also einer der Energiespeicher. Ja. Er scheint genug von meinen Blitzen aufgenommen zu haben. Gut. Den könnten wir rüberschieben. Okay, das ist Number One und dann den und dann haben wir vielleicht wieder eine Tür geöffnet. Probieren wir mal. Oh, wartet mal. Ich glaube, das Ding könnte es treffen. Ich glaube so. Ich weiß nicht, ob wir den anderen so verschieben könnten, dass der ein bisschen näher rangeht. Probier's mal. Ah, fast. Jetzt aber. Aha. Geschafft. Ja, man muss das ein bisschen verschieben. Okay, alles klar. Wie kommen wir da hin? Klappt das? Wie weit gehen wir nach oben? Stell dir vor, wir kommen beim Boss raus. Hä? Hä? Das mache ich jetzt nicht, aber wir hätten jetzt beim Boss rauskommen können. Hä? Das wäre total... Hä?
Sonst würden wir den ganzen Tempel ad absurdum führen. Hä? Es kann doch nicht sein, dass sie so einen gewaltigen Fehler gemacht haben, oder? Ist voll eigenartig, oder? Okay, hier wollte ich rein. Weil hier müssen wir, glaube ich, runterfallen. Okay, wir müssen hier anscheinend nur ja, ein bisschen aufs Feuer aufpassen. Das ist echt nicht so schwer. Ja, easy. Da hatten wir schon deutlich schwierige Sachen mit den ganzen Lasers, falls ihr euch erinnert. Wo ist denn jetzt hier Ryu? Achso, wir müssen erst aufmachen. Vielleicht kommt sie dann zu uns. Da ist sie. Sammelt euch. Okay, das ist dann der zweite. Cool. Bam. Sehr gut. Zwei Stück noch, Link. Los. Keine ja, wir gehen den regulären Weg. Ne? Wir wollen nichts auslassen hier. Wäre so komisch gewesen. Also, im dritten Obergeschoss. Aber ich glaube, hier ist es zu. Weiß nicht, wie man das öffnet. Müssen wir mal überprüfen. Sind zwei. Hier ist ein Spiegel zum Öffnen. Mhm. Und auf der anderen Seite... Was ist das? Hier ist ein Weg. Okay, hier müssen wir gar nicht rum. Wir nehmen eine andere Waffe gegen den Kerl. Wir nehmen das Masterschwert jetzt. Ich will jetzt nicht meine neuen Klinge dafür zerstören. Was soll das hier? Müssen wir Zeitumkehr machen oder einfach ein bisschen... Wir könnten Zeitumkehr machen, wären wir schneller. Zeitumkehr, ne, habe ich immer mehr und mehr festgestellt. Das ist so ein mächtiges Werkzeug. Kannst damit auch zum Beispiel diese blöden Octoroks in den Todesberg... Aha, hier kommt Licht raus, Leute. Aha, what's the point? Ah, the point ist, glaube ich, dass wir per Zeitumkehr beide so hin genau drehen, damit der Strahl durchkommen kann. Und dass da drüben das Ding aktiviert werden kann. Tja, gleich beim ersten Versuch geschafft. Sehr gut. So kommen wir nicht weiter. Denkst du? Halt doch nicht Zeitumkehr. Wir kommen schon weiter. Wir stellen den Stein dahin und dann ist alles gut. Was ist das? Können wir das damit beenden? Ah, okay. Wir können hier schon mal beenden. Das ist gut. Dann kann Ryu herkommen. Die Stacheln bewegen sich nicht mehr. Jetzt komme ich hindurch. Aber hier kommt sie nicht durch, nicht wahr? Ja, und wir vielleicht auch nicht. Was ist denn hier? Hier sind Steine. Ja, perfekt. Komm. Nichts gibt's. Ey, auch das Schwert geht jetzt kaputt. Also irgendwie haben wir auch kein Glück mit den Schwertern. Was beschützt denn du? Das ist, erinnert mich jetzt auch an Dark Souls. Wenn du einen Backstab machen willst. Dann drehst du dich auch ewig mit den Gegnern. Stirb! Sehr gut. Okay, what's the clue hier? Huh? Hier unten haben wir ein Licht. Ja, aber das ist nicht ganz offen. Könnte ich da irgendwie dafür sorgen, dass es sich öffnet, oder? Wir brauchen das Licht wohl offensichtlich. Ja, um das hier zu aktivieren, genau. Okay, hier müssen wir irgendwie das Ding aufkriegen. Das Licht ist jetzt noch zu schwach. Ah, was ist der Clou? Hm. Ah, Moment, hier. Hier. Leute, there we go. Hä? Moment, können wir das hier anhalten oder andersrum drehen? Hä? Moment, hier ist auch noch so ein Spiegel. Hä? Okay, es ist ziemlich verrückt hier, okay. Ich glaube, wir aktivieren erstmal diesen Ding hier. Testen wir mal. Ach Gott, ich hab's falsch gedreht. So, jetzt aber. Hat gereicht. Ah, da geht's auch. Und den Spiegel habe ich auch schon hingestellt da oben. Das heißt, das Licht wird sofort direkt weitergeleitet. Passt. Es hat sogar geklappt, obwohl ich erst das Ganze richten wollte. Aber okay. Okay. Leute, das war schon der dritte. Wir sind gleich da. Im Erdgeschoss. Unten. Wie kommen wir da rein?
Wie kommen wir hier rein? Wir sehen, dass hier ein kleiner Weg ist, oder? Also total simpel, oder? Haben wir uns den einfachsten zum Schluss aufgehoben? Ich glaube schon. Ja, haben wir. Okay, geil. Okay, kommt sie durch? Sie kommt. Okay, dann sind wir jetzt da, Leute. Wie geil. Tja, jetzt geht's dann los, ne? Wie gegen diese Gypto-Königin. Aber da oben sind ein paar mehr Nester. Schauen wir mal. Alle Energiespeicher sind... Damit sollte sich auch der Mechanismus in der Mitte wieder in Bewegung setzen. Los, ja, ja. Schauen wir gleich nach. Ja, das machen wir. Ich glaube, da kommt eine kleine Cutscene, Leute. Gucken wir uns die an. Hä? Was leuchtet da? Das ist der Mysterienstein. Den brauchen wir. Oh, okay. Ich komme mal zurück, es hat keinen Sinn. Es geht nämlich direkt hier gleich los. Das hier müssen wir zerstören, aber dann geht's los. Ja, ja, jetzt kommt die eigentliche Cutscene. Da kommt die Königin nochmal. Und ich kann auch hoffen, dass sie diesmal nicht wegläuft. So, Link, jetzt ist sie fällig und zwar endgültig. Na, hoffentlich. Okay. Ich komme auch mal wieder zurück. Es geht los, Leute. Hier entkommt sie uns nicht mehr. Hinterher! Aber sie wird bestimmt ihre Freunde starten. Okay. Nee. Nein, erstmal einen anderen Bogen. Wir wollen ja viel Schaden machen. Also bedeutet, wir nehmen das. Wo ist sie? Boom! Ja, okay, das hast du ein bisschen spät gesagt. War auch gar nicht möglich, ehrlich gesagt. Okay, welche krasse Waffe nehmen wir? Nehmen wir mal die hier. Machen die Drehattacke, das ist geil. Auf geht's. Ja, ist doch nett. Der Schaden ist gut. Allerdings haben wir schon wieder eine Waffe verloren, Leute. Egal, weiter. Oh, sie hat sich geholt. Ist noch nicht in der zweiten Phase. Oh, krass. Ja, meine Rüstung ist super, alles gut. Aha, kommt der Schmarrn. Bis jetzt kommen noch keine Freunde von ihr. Da habe ich dich. Oh, jetzt beginnt die zweite Phase. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich stressig, tippe ich mal. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Shit, haben wir überhaupt genügend Waffen für die? Sie hat Gyptos herbeigerufen. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Ja, da sind auch Flug-Gyptos leider. Und auch dies hier. Momentchen, was haben wir für Waffen? Die hier. Okay, das ist schon mal gut, dass wir wenigstens eine haben. Ja, ist gedacht, ne? Nix war's, Junge. Auf geht's. Auf geht's. Machen wir die Nester platt, sonst hört es nie auf. Oh Moment, ich nehme einen anderen Bogen. Der ist mir zu kostbar, um ihn komplett hier zu benutzen. Der wird uns kaputt gehen, aber es ist jetzt erstmal wurscht. Wir kümmern uns erstmal um die Nester. Das ist mir so egal. Dass hier so viele Gegner auftauchen. Echt, das ist mir so wurscht. Okay. Hier, sie ist bereit. Sehr gut. Ja, sind ein paar Gegner, mein Gott. Boom. Nächstes Nest. Sehr gut. Und erst wenn die Nester zerstört sind, machen wir die Gyptos platt. Sonst sehe ich da überhaupt keinen Sinn. Also klar, ein paar können wir uns vom Leibe halten, bis sie wieder aufgeladen ist. Okay. Sie ist aufgeladen. Perfekt. Unsere Energie schaut immer noch gut aus. Sehr schön. Dann fehlt nur noch eins. Ja, sie ist noch nicht aufgeladen. Ja, nimm halt dein Schild hoch. Das finde ich sehr komisch, wenn du das Schild-Ding drückst und der fixiert nur, anstatt sein Schild hochzunehmen. Eigenartiger Link. Ja, da ist das Ding zerstört worden. Jetzt sind die Nester kaputt. Jetzt seid ihr auch fertig. Okay. Jetzt ist sie soweit. So, jetzt sind sie auch fertig.
Ich habe keinen Bogen gerade. Moment. Uno-Moment. Wir nehmen so einen Königsbogen. Boom, wie viele sind gestorben? Leider nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Nein, das ist kaputt gegangen. Wir haben kein Feuerschwert mehr. Wir müssen jetzt unbedingt Ryu nutzen für die Attacken. Aber es sind kaum noch welche da. Leider, leider, leider. Vielleicht können wir aber auch in der Hektik der Zeit kurz was machen. Okay, jetzt können wir uns endlich um diese komische... Nee, immer noch nicht. Da ist immer noch einer. Okay, ist tot. Link! Du warst nicht sehr flink. Geben wir uns mal was zu essen. Was können wir essen? Wir könnten uns eine Tomatenpizza reinhauen. Im Eifer des Gefechts. Und als Nachtisch? Crepe. Perfekt. Okay, weiter geht's. Da ist sie. Da ist sie. Sehr gut. Aktivieren. Und sie ist weit weg, leider. Wir sind nicht im Einflussbereich. Wie weit ist die weg? Jetzt endlich. Oh, sehr stark. Nicht. Ah, da ist sie. Okay. Ja, slow and steady. Slow and steady wins the race. Kennt ihr den Spruch? Alles klar bei dir, Link? Freilich, ich kann doch nichts. Schau mal. Oh, shit. Ja, jetzt ist sie am Boden. Wir sind zwar auch umgefallen, aber ey, komm schon. Ja, jetzt habe ich es ausgeführt, leider zu spät. Alles okay. Mein Transporterschild. Nein, wir müssen ihn sofort wechseln. So. Da ist sie. Wie hektisch. Wo ist sie hingeflogen? Alles in Ordnung? Ich sehe gar nichts. Wirklich nichts. Da. Oh Gott. Gut, wir haben es geschafft. Here we go. Riju. Durch deren Adern mein Blut fließt. Heißt sie Riju, nicht Ryu? Ich sage immer Ryu, aber ich finde Ryu klingt irgendwie. Diese Stimme. Warst du es, die immer zu uns sprach? Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Gerudo-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und die Weise des Donners. Wie du kämpfst, wie du den Blitz lenken kannst. Wahrlich, du bist meine Erbin. Eine Zier für den Stamm der Gerudo. Das den Sandsturm erzeugende Ungetüm war ein Vasall des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du berührt hast. Dem Mysterienstein. Dämonen? Mysterien? Sei ganz unbesorgt. Schon bald wirst du dies alles begreifen. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Kommt da jetzt was Neues? Ich glaube ja kaum.
Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Königreich Hyrule war eben erst gegründet worden. Ja, das kennen wir. Es trat ein Schurke in Erscheinung, der unschuldige Angriff und das junge Reich zu zerstören trachtete. Man nannte ihn den Dämonenkönig. Er war der Häuptling der Gerudo gewesen, bevor seine Gier nach Macht ihn in ein Monster verwandelte. Doch er stieß auf Widerstand. Rauru, der erste König von Hyrule, sowie die 6 Weisen stellten sich ihm entgegen. Rauru gab uns die Mysteriensteine, auf das wir im Kampf gegen den Dämonenkönig bestehen könnten. Kostbare Artefakte, welche die Fähigkeiten ihres Besitzers um ein Vielfaches verstärken. Als Weise des Donners zog ich in den Kampf, ausgestattet mit meinem Mysterienstein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Meine Blitzschläge ließen ihn unversehrt. Er schien sie kaum zu bemerken. Schließlich erkannte Rauru, dass wir nicht imstande sein würden, den Dämonenkönig zu bezwingen. Sie konnten ihn ja nicht mal verletzen. Er entschied sich, sein eigenes Leben zu opfern, um den Unhold zu versiegeln und den Krieg so zu beenden. Das war der Versiegelungskrieg. Nicht lange danach trat eine von uns, die Weise der Zeit, vor mich und erlegte uns Gerudo eine heilige Pflicht auf. Das kennen wir nicht. Das Siegel des Dämonenkönigs wird dereinst brechen und er wird erwachen. Wenn es soweit ist, dann muss mein Ritter... Dann muss Link die Stärke besitzen, ihn aufzuhalten. Also bitte, gewährt ihm die Hilfe der Gerudo. Die Macht über Blitz und Donner. Dann wird er stark genug sein. Von diesem Augenblick an stand unsere Aufgabe fest. Die Vernichtung des Dämonenkönigs ist unser sehnlichster Wunsch. Unser Volk trägt die Schande, ihn hervorgebracht zu haben. Wir werden unserer Pflicht nachkommen. Wenn der Dämonenkönig erwacht, wird eine von uns Gerudo als Weise des Donners zurückkehren. Ich gelobe, dass sie an der Seite des Ritters Link in den Kampf ziehen wird. Dies ist alles, was ich euch vom Versiegelungskrieg und der Bestimmung unseres Volkes zu berichten habe. Euer Mut hat die Stadt der Gerudo errettet. Doch die Wiedergeburt des Dämonenkönigs steht kurz bevor. Riju, geliebte Nachfahrin, nimm meinen Mysterienstein und erfülle das Versprechen, das ich einst der Weisen der Zeit gab. Streite an der Seite des Ritters Link, so wie ich es damals geliebt habe. Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? Oh. Nun soll ich nicht mehr nur Königin und Weise sein, sondern auch Links Kampfgefährtin? Oh, grandios! Der Dämonenkönig kann sich schon mal auf was gefasst machen. Ist sie nicht sympathisch? Ich fordere mein Schicksal ein! Okay, wir haben alle Gefährten versammelt, oder? Ich bin die Weise des Donners. Nun wirst du Zeuge meiner neuen Macht. Mir deine Hand. Es ist nicht meine. Vom heutigen Tag an werde ich, Riju, als Weise des Donners mit dir sein.
Empfange nun den Beweis meiner Treue! Der letzte Ring, cool. Ja, witzig. Aber man kann ja den Schwur von jedem Weisen ja noch verstärken. Aber ich weiß gar nicht, wo die Teile sind, ne? Mit diesem Ring kannst du meine Macht rufen, wann immer du ihrer bedarfst. Endlich kann ich auch einmal dir von Nutzen sein. Und nun, Zeit in die Stadt zurückzukehren. Tja, mach mal. Angucken. Cool. Bülla. Tja, damit können wir auch endlich Gerudo richtig erkunden. Da gibt's ja auch noch so viel. Ich habe mich ja da nur null umgeguckt. Ging ja auch gar nicht. Mein Dank, dass du mitgeholfen hast, den Stamm vor Unheil zu bewahren. Man berichtet mir, dass mit Auflösung des Sandsturms auch die Gypto-Angriffe ein Ende fanden. Also gibt's keine Gyptos mehr. Also wenn ihr Gyptos farmen wollt, macht das hier noch nicht. Aber warum sollte man die farmen? Wobei, diese Knochen von dem haben eine ultra krasse Synthesestärke, sind aber auch sehr zerbrechlich. Also, ich weiß auch nicht. Ach, witzig. Doch bei aller Freude über unsere Rettung gibt es einen schmerzlichen Punkt. Wir konnten leider nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Nicht ganz, Büller. Büller. Eine Kleinigkeit gibt es, die uns auf der Suche nach Zelda womöglich weiterbringen könnte. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich vor meinen Augen eine Art Vision, in der die Weise der Zeit erschien. Aber Link weiß doch eigentlich schon, was mit Zelda passiert ist. Der hat alle Drachentränen aufgesammelt. Und ich meine, ich hoffe, ich spoilere jetzt keinen. Aber der Weißdrache ist ja Zelda. Das wissen wir schon. Also wissen wir, wo sie ist. Verdammt nochmal. Diese Ähnlichkeit, sie lässt sich nicht als Zufall erklären. Eines steht fest. Zeldas Ebenbild wandelt auf Hyrules Boden und Elend folgt ihr auf Schritt und Tritt. Die uns bekannte Zelda und jene Weise aus der Zeit unserer Vorfahren gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Wenn wir annehmen, dass sie es tatsächlich ist, dann muss die Zelda in der Gegenwart eine andere sein. So ist es. Und wir müssen herausfinden, um wen es sich handelt. Einen bösen Geist von Ganondorf. Verzeih, Link, aber selbst jetzt, da uns keine Gefahr mehr durch den Sandsturm oder Gyptos droht, selbst jetzt kann ich Gerudo-Stadt nicht arglos den Rücken kehren. Zu viel ist es hier noch zu tun. Doch ich versichere dir, wir alle werden in diesen Gefilden weiterhin Ausschau nach Spuren von Prinzessin Zelda halten. Und auch meine neue Macht als Weise soll dich begleiten. Ich werde alles für dich tun, was ich vermag. So, jetzt ist es offiziell. Tada! Schwur von Ryu, Weise des Donners. Oder Riju. Was euch besser gefällt. Link, du sagtest, du hättest bereits das Dorf der Orni, Goronia und das Dorf der Zoras besucht. Im Spähposten sieht man sich gewiss nach deinem Bericht. Ob du dich nicht vielleicht dorthin begeben solltest? Na klar, sollten wir das machen. Aber nicht sofort, Leute. Mögen deine Wege dich recht bald wieder zu uns geleiten, Link. Mein Herz wäre höchst erfreut über ein Wiedersehen. Ja, meins auch. Nein, aber ich finde sie echt sympathisch, die Kleine. Eigentlich passen die doch super zusammen, oder?